Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir die letzten Arena-Leiter noch ein weiteres Mal fertig gemacht. Heute wird der Taubschamp mit uns reden und wir haben ein Pokémon-Turnier vor uns. Aber vorher habe ich wieder ein paar Pokédex-Einträge für euch. 12 an der Stück. Jeder von uns dreien hier liest 4 vor. Und ich würde einfach sagen, über mir steht der Zeitstempel, falls ihr das überspringen wollt. Und wir legen dann direkt mit den Pokédex-Einträgen los. So, als allererstes habe ich hier Mundtier für euch, das Wildaffen-Pokémon. Es hat immer Hunger, da es ständig randaliert. Auch während des Essens kann es nicht still sitzen. Und ich habe auch direkt die Entwicklung für euch. Lentarking, das Müßig-Pokémon. Es verbringt sein Leben im Liegen und dreht sich nur dann mal um, wenn es in seinem Umfeld kein Gras mehr gibt, das es essen könnte. Dann als nächstes Scarabon, das Einzelhorn-Pokémon. In seiner gewaltigen Kraft kann es Objekte, die 100-mal sein Körpergewicht haben, mühelos umwerfen. Und dann hier, als letztes von meiner Sparte aus, Brutalanda, das Drachen-Pokémon. Wenn es wütend ist, gerät es außer Kontrolle. Es zerstört alles mit seinen Klauen und mit Feuer. Okay. Sehr brutal. Okay, Drim. Dann bist du als nächstes dran. Leg los. Nein, Nudeln. Dann lege ich mal als erstes los heute. Hier haben wir Ramoff, das Sonnen-Pokémon. Es verstreut glühende Flügelstaub. Doch noch gefährlicher als dessen Hitze ist der Umstand, dass er der Umgebung den Sauerstoff entzieht. So, als nächstes habe ich Motineva für euch, das Eisbomben-Pokémon. Seine großen Flügel setzen beim Fliegen eine Eiskälte frei, wodurch es Schneestürme auslöst. Klares Schmelzwasser trinkt es besonders gern. Als nächstes Venontor, das Antlitz-Pokémon. Es verhindert, dass seine Beute flieht, indem es die Feuchtigkeit in der Luft augenblicklich gefrieren lässt. So als letztes Knackab, das Rasanz-Pokémon. Die beiden Fortsätze an seinem Kopf haben die Funktion eines Sensors. Mit ihnen kann es auch weit entfernte Beute aufspüren. So, Noah, dann leg du mal los. Ich habe meinen Teil für heute getan. Danke, Drim, ich mach dann mal weiter. Als erstes Frujahr, das Obst-Pokémon. Mit seinen langen Beinen verteilt es anmutige, doch zugleich auch unerbittliche Tritte. Zwischen ihm und Bylander herrscht große Rivalität. Als nächstes Hightailer, das Freuden-Pokémon. Eier, die es legt, stecken voller Fröhlichkeit. Schon ein Bissen erzeugt ein breites Lächeln. Oh, wie süß! Das ist Glaciola, das Neuschnee-Pokémon. Wenn es seine Körpertemperatur senkt, erstarren die Haare seines Fells zu Eis und dienen ihm als nadelartige Geschosse. Und zu guter Letzt, Altaria, das Sumsel-Pokémon. Bei gutem Wetter mischt es sich unter die Wolken und fliegt unbeschwert durch die Lüfte. Es singt mit einer entzückenden Sopranstimme. So Shining, dann gewinn mal dieses Turnier. Und dann haben wir die Pokémon auch abgeschlossen. Zeit, dem Top-Champ nochmal gegenüberzutreten. Ich war nochmal beim Pokémon Center, keine Sorge. Da ist er, der Top-Champ. Geht so. Mama, ich habe endlich eine Frau mit nach Hause gebracht. Mama, sollte ich auch mal einen Besuch abstatten, stimmt. Äther. Enigmara. Ganz ehrlich, Tulia ist die einzige, die mir wirklich was entgegensetzen konnte. Enigmara.
einen Klingenstein. Okay. Ich will jetzt aber direkt zu... Oh, ich muss ins Bett. Mama, ich will noch nicht. Eine Woche später. Zeit für das Pokémon-Kampfturnier. Da werden wir teilnehmen und gewinnen. Nö, ne, Mila. Klar. Oh. Ich gehe sofort hin. Die restlichen Akademiegespräche machen wir übrigens nach dem Turnier. Okay. Okay, nur 4 Kämpfe. Ich bin bereit. Let's go! Okay. Bin schon gespannt, was die alle für Pokémon haben. Aber ich werde nicht gegen alle antreten können, ne? Gegen wen? Oh, hallo Pepper! Er weiß schon, was ihm blüht. Mann! Jetzt ist die Frage, welches Level hier gefordert wird.
Und die Musik gerade hat was von den alten Pokémon-Spielen. Und zwar wirklich von den ganz alten. Du fängst mit Staraffel an. Du bist 67, ich bin zu OP. Ich spare mir mal die Terra-Kristallisierung noch auf. Aua. Ich gebe dir gleich ein zweites Loderlied. Jetzt kommt Saltigant. Das ist ein komplettes Gesteins-Pokémon. Ich gehe mit Maskagato und Blumentrick ran. Ich habe selber einen Saltigant. Hoffentlich hast du die Fähigkeit, Läutersalz. Du stehst im Rampenlicht. Aber ich hätte auch so gesagt, was? Warum muss ich in der allerersten Runde direkt gegen einen Champ? Das ist doch unfair. Ich will gucken, dass ich alle meine Pokémons, die ich gerade im Team habe, auch dafür nutze. Los geht's, Eiszapfhagel! Also jetzt nicht in diesem Kampf, sondern generell dieses Turnier über. Tenterra. Das war ein Boden-Pokémon. War es kein Boden-Pokémon? Bodenpflanze warst du. Wie auch immer du dich zu einer Pflanze weiterentwickelt hast. So, und jetzt kommt Mastifioso. Oder? Nee, Autos kommt noch vorher. Auch du stehst im Rampenlicht aus, das. Da ist mein heißgeliebtes Mastifioso. Es ist schön, dass es dem Pokémon mittlerweile so gut geht. Ich knuddel dich. Oh, er macht das Gleiche. Okay, ich wechsle zu Lucario. Ich wollte es einmal knuddeln.
Ich bin gespannt, was die Lehrkräfte so drauf haben. Gegen einen von denen kämpfe ich sicherlich. Ich denke mal auch, dass wirklich nur die speziellen Charaktere als Gegner in Frage kommen. Und jetzt nicht so 0815 wie die da hinten. Das freut mich. Du bist auch mein Freund. Dem Biolehrer. Schon gespannt, was du für Pokémon hast. Krieg ich eine schlechte Note, wenn ich gewinne? Oh, mit Akani. Skelekrok, du schaffst das schon. Einfach Donnerzahn. Guck, es bringt sich selber um. Birde! Nochmal Flammenblitz? Ich finde Flammenblitz nicht so gut, weil der Rückstoß einfach viel zu immens ist, wenn das mal wirklich Schaden macht. Ampros. Boden-Pokémon. Los, Lucario! Dieses Turnier gewinnen wir. Aurasphäre! Vergaß, ich bin auch noch ein Stahl. Wären meine Pokémon denn wenigstens mittendrin geheilt? Der Maskagator hatte im vorherigen Kampf Schaden, das weiß ich. Die werden nebenbei geheilt. Warum hast du keinen Lasho-King? Mantidea, ein Käfer-Pokémon. Ich passe mich nur an. Wie viele Pokémon hast du noch? 3.
Schluckwig. Na dann los, sei die Gant. Erdbeben! Sicher! Echt? Ich habe Erdbeben gesagt und das nutze ich auch. Wieso lebst du noch? Pöke, Pöke, die Hökel! Heute gibt's gepögeltes Schluckwech. Der nutzt einfach die ganze Zeit Schutzschild. Farigraf. Das war ein Psycho-Pokémon. Jetzt ist nur die Frage, welchen Typus wird es jetzt nach Terra haben? Ja, unter anderem. Sie nennen sich Terrorex und EP-Bonbons. Nachthieb. Es steht noch. Und macht Donnerblitz. Der Sägesang, die Überreste allein heilen schon fast alles. Komm, ich lass dich knuddeln. Das war Nummer 2. Danke. Freut mich, das von meinem Lehrer zu hören. Bitte geben Sie mir keine schlechte Note. Er ist aber auch ein Meister darin, Debüten zu machen, ne? Die Kampflehrerin. Da weiß ich direkt, gegen was ich die ganze Zeit jetzt kämpfen werde. Die mag ja Kampf-Pokémon. Kommt eigentlich die Narbe her? Ach, direkt mit einem Legios. Das ist kein Boxkampf, nur damit du es weißt. Ich habe das Gefühl, mein letzter Gegner wird einfach der Top-Champ sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer es mit der aufnehmen kann. Ach, Tauros, das Pokémon, was mich Oskin so am meisten genervt hat. Weil sie mich ständig verfolgen. Ist das ein besonderes Tauros? Diese roten Streifen sehe ich zum ersten Mal.
Naja, Loderlied. Einfach noch ein Loderlied. Ich booste mich einfach. Mit jeder Steigerung kriege ich 50%. Noch ein Tauros. Ja, das weiß ein Blaue da, das sehe ich auch zum ersten Mal. Bisschen Wasser? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du ein Wassertauros bist. Rasender Stier. Au! Was ist das denn für eine Attacke? Ich gebe den Feuersturm mit. Okay, das ist ein Flug-Pokémon. Flugkampf. Au. War das sowieso schon langsamer? Ich hab mich gut geboostet. Beim letzten Gegner werde ich auf jeden Fall die Terra-Kristallisierung ansetzen. Medital ist dein letztes Pokémon sein würde, das war klar. Ach nee, ist dein vorletztes. Ich setze einfach Loderlied ein. Wer auch immer als nächstes da gleich steht, kriegt den Feuersturm. Was ist denn dein letztes Pokémon? Hariyama. Okay. Dann zeige ich mal deine Terra-Kristallisierung. Die Animation interessiert mich. Das ist eine große Faust. Aber das ist mein großer Feuersturm. Ich hatte nicht mal den sehr effektiv Status. Aber ich wusste nicht, dass Tauros so mehrere Elemente hier haben kann, also mehrere Typusse. Ich habe mich mit Tauros aber auch ehrlich gesagt kaum auseinandergesetzt. Ich bin nur von dem geflüchtet. So, wir wissen doch, wer unser letzter Gegner ist. Man lernt nie aus. Der letzte Kampf ist doch 100% der Top-Champ. Das war doch so klar. Klingt gut.
war so klar, dass du der finale Gegner bist. Birde! Ich lege dir eine Birde auf. Der erste wäre schon mal weg. Als nächstes kommt Arctilas, das kann auch Skelecroc erledigen. Oder Lied. Klar, die Imperio als nächstes. Okay. Da kann ich auch direkt ein Loderlied hinterher schicken. Da weiß ich auch mittlerweile übrigens, wie man an das Pokémon rankommt. Ist auch eine spezielle Entwicklungsmethode. Sehr speziell sogar. Agilusa als nächstes. Das ist ein wahrer Loser. Spätestens beim letzten Pokémon Terra. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo die Gegner einfach nur noch luschend sind. Ich hab's mit Level 80 aber auch übertrieben. Jetzt kommt Chef rum. Da zeige ich mir, wer hier der Chef ist. Ich gebe dem Feuersturm. Und nun kommt Lumiflora. Es war ein Gesteinsgift. Lucario, wir beenden das jetzt. So, ich habe ja gesagt, hier nutze ich Terra-Kristallisierung. Ich hätte vielleicht Espinodon nehmen sollen. Aber passt schon. Ein Gesteins-Pokémon. Besiegt. Ja, die Giftspitzen, die sind jetzt auch vollkommen unnötig. Gewonnen. Ich frage mich, ob man das Turnier mehrmals machen kann.
Bei Pokémon Schild konnte man ja das Endturnier auch mehrmals machen. So oft wie man wollte. Die jubelnden Fans. Danke. Mehrmals teilnehmbar. Ja, Nemila. Nächstes Mal, da machst du auch mit oder mach ich dich fertig. Ach, danke. Du sprichst mir aus der Seele, Mädel. So, ich krieg einen Anruf. Es sind extrem fordernde Terrorraids aufgetaucht. Klar, warum nicht? Danke. Wir haben das große Turnier vernichtet. Wir haben es geschafft. Wir haben auf der Karte nichts mehr, was erledigt werden muss. Wenn ich das richtig sehe. Ich sehe jetzt hier aber auch nicht diese speziellen Terror-Raids. Vielleicht sehe ich die erst auf der Karte, wenn ich rausgehe. Hm. Nee, auf der Karte sehe ich nichts.
Ich finde, zum Abschluss der Story fehlt noch eine Sache, die wir jetzt noch unbedingt machen müssen. Und wenn sie noch so unwichtig ist. Mama, ich bin wieder zu Hause. Mama, ich bin wieder zu Hause. Oh, danke. Danke, Mama, passt immer auf mich. Ich bin Champ geworden, Mama, und ich habe alle in der Akademie fertig gemacht. Bist du stolz auf mich? Guck mal, ich habe sogar gelernt, wie man Pirouetten macht. Das wollte ich unbedingt noch gemacht haben. Ich kann ja noch zum Direktor gehen. Vielleicht muss ich mit dem reden, damit ich hier spezielle Terra-Raids sehe. Ich weiß nämlich, dass es noch weitere Raids gibt, die sich Titan-Raids nennen. Aber von denen sehe ich gerade keine einzige auf der Karte. Deswegen würde ich einmal zum Direktor nochmal gehen. Ich habe hier gerade die Teile durchgeguckt. Der Direktor, der möchte nichts von mir. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben die Hauptstory damit jetzt offiziell komplett abgeschlossen, auch Nebenstory, Aftergame-Content, alles abgeschlossen. Es gibt aber noch ein paar Sachen, die ich noch machen will. Einmal einen Revanche-Kampf mit meinem Kollegen Kai. Da werden wir aber die strengen Regeln nutzen. Dann will ich noch die legendären Pokémons fangen, die es hier auf dem Spiel gibt. Und natürlich das DLC noch. Was zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier draußen ist, schon längst draußen ist, aber mal so ein Status, wann ich das hier aufnehme, 8.9. Also wo ich es gerade hier aufnehme, ist es noch nicht draußen. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao!